Europa bedeutet für mich die Antwort auf die Grauen und Schrecken des Zweiten Weltkrieges. Das ist jetzt lange her und wir hatten lange Jahre Frieden. Es galt für uns als selbstverständlich. Aber spätestens der Angriff Russlands auf die Ukraine hat uns gezeigt, dass es nicht selbstverständlich ist. Und deswegen bedeutet Europa für mich Werte wie Frieden, Freiheit, Weltoffenheit, Wohlstand, aber auch Demokratie auf diesem Kontinent. Aber wenn ich jetzt mal an Deutschland denke, Europa heißt für mich auch eine der stabilsten und attraktivsten Märkte, die wir weltweit haben. Davon haben wir als Deutschland besonders profitiert und das ist auch wichtig, dieses Marktprinzip, aber auch diese Werte, über die ich gesprochen habe, aufrechtzuerhalten. Darum geht es bei der Europawahl. Ich erhoffe mir und wünsche mir für die nächste Legislatur Stabilität, politische Stabilität, denn das brauchen wir in diesen unruhigen Zeiten. Darum geht es bei der Wahl. Deswegen werde ich am 9. Juni hingehen und ich hoffe, Sie werden auch wählen.